Zuerst öffnen sich die Natriumkanäle der Zellmembran und positiv geladene Natriumionen strömen ins Innere der Zelle. Das Zellinnere wird der Zellaußenseite gegenüber dadurch jetzt positiv geladen. Nach einiger Zeit schließen sich die Natriumkanäle und Kaliumionen strömen so lange nach außen, bis das Ruhepotenzial wiederhergestellt ist. Das Ruhepotenzial von ursprünglich minus 70 mV bricht an der Stelle der Reizung durch die dort ablaufende Depolarisation zusammen und es stellt sich, wie das Diagramm zeigt, ein neuer Wert von etwa plus 30 mV ein. Die Differenz zwischen dem Ruhepotenzial und diesem neuen Wert bezeichnet man als Aktionspotenzial. Wenn bei einem derartigen Aktionspotenzial die positiv geladenen Natriumionen durch das Öffnen der Natriumkanäle ins Zellinnere einströmen, dann wird die negativ geladene Membran an dieser Stelle dadurch positiv. Da die benachbarten Bereiche aber noch negativ geladen sind, kommt es nun an der Membran zu einem seitlichen Stromfluss. Das wiederum bewirkt, dass sich vor dem Aktionspotenzial neue Natriumkanäle öffnen. Das heißt, es wird ein neues Aktionspotenzial ausgelöst. Der Strom bewegt sich also kontinuierlich wie eine Welle entlang des Axons.